Sind wir da auf der Wiesn in München? Na, viel besser. Wir sind in der Walber in Pendling. Ja, und da ist die Petra. Du, sag einmal, ist es alles auf deinem Mist gewachsen? Also, erst muss ich mal sagen, so ganz allein Initiatorin bin ich natürlich nicht, weil die Idee kommt von Josef Menzel und mir zusammen. Und wir waren irgendwann mal zusammengesessen und haben gesagt, sag einmal, es gibt nichts Bayerisches bei uns. Und der Josef macht mit seiner Blaskapelle super bayerische Musik. Was passt dazu, ist ein Trachtenball. Ich habe ein Bierzelt und habe auch bayerische Gäste, also ist ja klar. Haben gesagt, wir müssen einen Trachtenball machen. In München gibt es einen und in Regensburg ist jetzt der erste bayerische Trachtenball. Josef, unter anderem fürs Musikalische verantwortlich, geht der Plan auf? Sag mal, was ist denn dein Trick? Es kommt von dem, weil wir halt, sagen wir mal, nicht diese Radio-Hits spielen, die jeden Tag, Tag ein, Tag aus. Von der Früh bis auf Nacht im Radio laufen, sondern wir spielen ein bisschen was anderes. Das ist eine Musik, da wo man sich noch unterhalten kann. Und das ist einfach das bayerische Lebensgefühl, das wo uns einfach treibt und wo uns gefällt und das wo ansteckend ist. Das gefällt halt einfach alle Leute. Und persönlich ist das Ganze quasi eine Art Bühnenmarathon für dich hier auf den vier Schauplätzen zur Walber. Ja, wir haben jetzt viermal gewechselt, also wir haben vier oder fünf Mal gespielt jetzt schon. Aha. Modebewusstsein ist ja ganz groß geschrieben. Ausnahmslos hat jeder eine Tracht. Mein Glückwunsch, Frau Glöckl. Da haben sie wieder Tradition zum Trend gemacht. Ich glaube, dass die Tracht wiederkommt. Ich tue natürlich alles, alles Erdenkliche, dass die Tracht wiederkommt, weil ich finde es so schön. Es ist so, wir haben so ein tolles Leben in Bayern und dazu gehört die Tracht. Und deswegen gehört Tradition und Trend eigentlich zusammen. Ja, und wie viele Leute sind eurer Einladung gefolgt? Es ist schwer zu schätzen. Ich habe mal versucht zu zählen. Ich war ganz am Anfang am Eingang gestanden. Irgendwann habe ich es aufgegeben. Also ich würde sagen, schon über 500. Ja, da schau her. Über 500 Leute. Wo ist denn überall hergekommen? Das gefällt halt einfach alle Leute. Ob sie jetzt von da sind oder vorbei sind oder nicht, das ist wurscht. Wir haben heute einen da von Hawaii und einen aus, wo ist jetzt der noch her? Einen Tschechen haben wir und einen Hawaiianer. Merkst du nicht glauben? Ich weiß nicht, was die tun, aber die haben Lederhosen dran. Weiß der Teufel, wo die herkommen. Aber es gefreut mich. Und will mich einst ein guter Freund besuchen, so soll er mir willkommen sein. Also ich weiß eigentlich ziemlich genau, wo die Leute alle herkommen, weil ich kenne, würde ich einmal sagen, 95% davon diesen ganzen Leuten. Es kommen ganz viele aus Regensburg, es kommen ganz viele aus Straubing, es kommen wirklich sehr viele, obwohl Oktoberfest ist, aus München. Jetzt kommen auch ganz viele aus Landshut, Wahnsinn. Man sieht schon, dass ein Trachtenball eigentlich so eine kleine Marktlücke war. Ja, wenn die alle so weit hergereist sind, haben die doch sicher einen riesen Kohldampf. Gibt's denn bei euch eine gescheite Brotzeit? Ja, natürlich der Wahnsinns-Song von Josef Menzel. Heute gibt's ein Rehragu. Ja, was gibt's denn heil auf Gott? Ja, was gibt's denn heil auf Gott? Heute gibt's ein Rehragu, ein Rehragu, ein Rehragu. Natürlich gab's ein Rehragu. Und es gab einen Rehbraten und es gab einen Schweinebraten und es gibt noch Weißwürst, die Weißwurst im Ring, was ja eine wahnsinnig bayerische Geschichte ist. Es gibt, gab Bratwürstler und es gab ein Wiener Schnitzel. Gehört auch dazu. Und der Mirswa hat's Essen gemacht? Ja, genau. Und die Leute schmeckt's? Ja, genau. Und jetzt macht er Pause? Ja, genau. Und zu guter Letzt dürfen wir vielleicht nur ein Geheimnis wissen. Sag mal, wie kann man so schnell so ein Ereignis überregional publik machen? Ja, die Menzelkapelle hat ja wahnsinnig viele Fans und allein die Newsletter in ihren E-Mails reicht eigentlich schon aus, um 1000 Leute zu mobilisieren und es war eigentlich dann schon ausschlaggebend. Bist du vom Finanzamt oder wie? Nein, vom Tierschutz.
Hast du schon gewusst, dass die Petra heimlich Geige spielt? Das sind Charivaris und... Ach so, großartig sage ich. Großartig, mehr kann ich nicht sagen. 1001 Tracht 2006. Ein Spätsommermärchen. Auf jeden Fall. Für jeden Geschmack was dabei. Von der Volksmusik über die Mundart bis zur Disco. Jetzt zeigen wir euch nochmal die schönsten Ausschnitte. Ich such schon lang den perfekten Menschen, der zu mir passt und der mich versteht. Und bei dem sie sein Leben ganz allein um mich dreht. Gestern hab ich beschlossen, ich mach mich auf die Suche und bin gleich nur stracks auf mein Heimathaus zu, weil der perfekte Mensch, der muss ein bisschen so sein wie meine Mama. Und außerdem muss ein Radio Ruhe haben von meinem Vater, weil dem bringt so schnell bei gar nichts zum Modern. Nach einem Kaffee und einem Kuchen, da bin ich wieder gefahren, weil ich mir gedacht hab, die Anne sitzt allein daheim. Meine Anne, das ist eine bildschöne Frau, mit Augen so groß und so himmelblau. Ich schau mir die Anne gar so gern an. Mei, warum gibt's denn die Anne nicht als ein Mo? Um drei wird's mir noch fad und ich denk mir, ich fahr jetzt zum Sepp, weil beim Sepp da traust die soll weiß und nicht. Der hat Energie und Power, grad auf ihr zwei, und ich seine sprudelnde Quelle hat einen herrlichen Humor. Aber nach einer Stunde wird's mir dann auch schon bald zu viel, weil da schau ich doch zum Heinze, der ist allweil so still. Und der liest mir dann aus einem Büchlein vor, was der alles weiß, da wird mir bald klar. Ich bin ja nur ein Furz in diesem riesengroßen All, voller herrlicher Sterne und Kometen überall. Ja, ja, das wird mir auch sehr bald klar. Und nach zwei Stunden hab ich ein Bedürfnis nach einem Bier und ich bieb mir recht freundlich den Martin zu mir. Bei einer halben Bier macht der noch nicht schlapp, der braucht erst eine riesengroße Flasche voller Schnaps. Und wie wir mir so dudeln, mein macht das Spaß, da fällt mir doch ein. Ich muss ja noch zum Bertl nauf, auf ein Glaserl Wein. Mei, der Bertl, das ist ein so ein sanfter Mann und auch so charmant, ja, wie er es gerade so kann. Aber wie man das so weiß, so einen Mann hat man nie für sich allein. Auf längere Zeit bei sich zu Hause daheim. Jetzt wird's langsam Abend, da wäre mir gut. Die Walba erstrahlt im Glanze der Tracht. Doch bald endet leider diese wundervolle Nacht. Und wenn dir einer fragt, was du nächstes Jahr machst, dann sagst du: Also da, viert euch, servus! Ich geh auf 1001 Tracht.